Wir alle benutzen es. Keine Seltenheit, mehrmals am Tag, einmal am Tag nach jeder Haarwäsche. Damit die Frisur neuen Halt und Glanz und Festigkeit, Form und Fülle erhält. Alles, was wir uns final wünschen. Wovon spreche ich? Selbstverständlich der Schaumfestiger. Warum möchte ich heute mit euch über den Schaumfestiger sprechen? Weil es ein meiner Meinung nach wichtiges Thema darstellt. Wir benutzen ihn, ohne zu wissen, was darin sich verbirgt. Ökotest Ende 2022. Im Dezember 2022 hat Ökotest verschiedene Schaumfestiger aus dem Handel unter die Lupe genommen und viele sind schlussendlich durchgefallen, weil final Stoffe darin waren, die für unsere Gesundheit, aber auch für andere sehr gefährlich ist. Warum erwähne ich das? Wenn es für andere gefährlich ist, ist es doch nicht mein Problem. Aber Thema ist halt, dass wir, finde ich zumindest, ein klein wenig auf die Umwelt schauen sollten und uns das Thema nicht am Hintern vorbeigeht. Somit kann ich euch hier an der Stelle schon sagen, nehmt eure Stylingprodukte generell, aber hier in dem Fall die Schaumfestiger etwas näher unter die Lupe, sodass ihr hier ja gewappnet seid, sodass ihr hier auch ein gutes Gefühl habt. Weil final müssen wir uns eben vorstellen, dass Schaumfestiger eben so funktionieren, dass sie aus Silikonen bestehen, aus Plastik bestehen. Das Haar wird damit ummantelt und beim Trocknen erhält es die gewünschte Form. Die Silikone und die Plastikanteile sind wasserlöslich. Das heißt, nach der nächsten Haarwäsche geht es bei euch in der Dusche oder in der Badewanne mit dem Wasser in die Kläranlage, wird aber dort nicht herausgefiltert und kommt somit eventuell als Klärschlamm wieder irgendwo zutage und wird verarbeitet und, und. Diese Langzeitfolgen für die Umwelt sind bisher nicht abschätzbar und vor allen Dingen noch nicht final geklärt, was das eigentlich mit der Umwelt macht. Aber eines kann man, denke ich, schon sagen, dass es final nicht gesund sein kann für uns und unsere Nachkommen, wenn wir so mit unserer Umwelt umgehen. Deshalb als Appell heute an der Stelle, wenn ihr euch Kosmetika oder auch Haarpflegeprodukte kauft, schaut doch mal bei Ökotest vorbei, googelt mal, was denn sich darin befindet. Es gibt, glaube ich, kein Produkt, wo nicht schon irgendeinem Test unterzogen worden ist. Und somit kann man sagen, ein bisschen Recherche und Info im Vorfeld und wir können hier uns sicher sein, dass wir hier keinen Müll kaufen. Weil das tun wir schon im Lebensmittelbereich Tag für Tag, meiner Meinung nach, die meisten zumindest, zu Genüge. Und wenn wir uns und unsere Nachkommen eine gesunde Welt hinterlassen möchten, ist es meiner Meinung nach hier noch nicht zu spät. Aber wir können hier im Kleinen anfangen und dementsprechend handeln, dann wird ein Schuh daraus, meiner Meinung nach. Alternativen gibt es. Es gibt Hersteller, die mit zum Beispiel mit Bier, Ei und Zuckerwasser arbeiten. Das Bier wird hierbei hinten raus nicht mehr gerochen, aber man muss hier eben ein wenig recherchieren,
vielleicht auch das Internet bemühen, um hierbei an diese Informationen zu kommen. Heute wollte ich nur aufklären, was final passiert mit unseren Styling-Produkten, vor allen Dingen in Bezug auf den Schaumfestiger, was hier die finale Rolle spielt. An der Stelle würde mich natürlich jetzt brennend interessieren, wusstest du das bereits oder habe ich dir heute was Neues mitgeteilt? Einfach unten in die Kommentarfunktion deine Meinung zum Thema. Wenn du Freunde und Bekannte hast, die das Video unbedingt sehen sollten, so teilt es doch mit denen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch euer Alexander von Hairtalk, dem 1x1 für die Haare.